Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir heute hier Luigi Snazzi bei uns haben. Luigi Snazzi ist, wie Sie, in ein paar Jahren auch ETH-Abgänger. Er hat zwischen 1952 und 1957 an der ETH studiert und 1958 sein Büro in Locarno gegründet, das er bis heute mit unterschiedlichen Partnern weiterführt. Zu Recht ist Luigi Snazzi als ein politischer Architekt genannt, bezeichnet worden, aber nicht im Sinne von einem Architekten, der politische Interessen verfolgt, sondern als ein Architekt und als ein Intellektueller, der sich gegenüber der Gesellschaft verantwortlich fühlt. Das spiegelt sich nicht nur in seiner Architektur, in seinen städtebaulichen Projekten oder Wettbewerben, sondern auch in seiner Tätigkeit als Hochschullehrer. Er war an der ETH, er war an der École d'Architecture in Genf, er war an der ÖPF in Lausanne, er war auch an der SAIARC in Vico Morcote und vielleicht aber auch am deutlichsten in seiner Tätigkeit als Architekt und Berater und Städtebauer, alles zugleich des Dorfes Monte Carasso in der Nähe von Bellinzona. Sein Werk, und das werden wir heute im Laufe dieser Stunde miteinander durchgehen, wurde national und international sehr früh rezipiert. Und unter den Ehrungen möchte ich eigentlich nur wenige nennen: den Architekturpreis des Princes of Wales, der Harvard University, die Ehrendoktorwürde der ETH Zürich vor 2 Jahren und natürlich auch den Wacker-Preis, den er mit der Gemeinde Monte Carasso erhalten hat. Ich werde heute die Diskussion in 3 Teile führen. In einem ersten Teil möchte ich die Frage stellen, was ist überhaupt Architektur als autonome Disziplin? Was versteht man darunter? In einem zweiten Teil dann die Frage der Beziehung zwischen Architektur und Territorium. Und zuletzt dann Architektur und Politik als dritte Ebene besprechen. Lassen wir uns beginnen. Beginnen wir mit einem Projekt, das in der ETH 1957 gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt an der ETH studiert? Oh, ich weiß nicht einmal. Ich erinnere mich nicht. Aber ich wollte Maler werden. Ja? Und ich wollte nach Mailand. Hm? Nur meine große Familie, wir haben 9 Kinder. Ja? Ja. Und hatten Probleme, weil ich war der Erste von den männlichen, ja. Der erste Mann in der Familie. Nach 4 Schwestern, ja. Nach 4 Frauen. Mhm. Und die ganze Familie wartete auf mich, damit ich konnte die Familie ein wenig unterstützen. Ja. Ja. Und da kam mir ein Problem, denn ich Maler werde, kann meine Familie leider nicht so viel unterstützen. Und dann habe ich geändert auf Architektur. Und dann kamen Sie nach Zürich? Nach Zürich, ja. Und Sie sagen, wie auch der Leo Galfetti, den wir letztes Jahr hier hatten, ihr sagt alle, ihr habt an der ETH nichts gelernt und ihr seid nie in der Vorlesung gewesen. Ist wahr. Ist wahr. Ja. Warum denn? Es war langweilig, ja, und langweilig und richtig. Ich erinnere mich, dass nachdem die Studien fertig waren, ich habe mich mit Vacchini gearbeitet, ungefähr 10 Jahre. Und in diese 10 Jahre haben wir müssen alles vergessen, was uns ETH gelehrt hatte. Das war unsere Arbeit, ja. Wir haben alles rausgeschmissen, ja, was uns gesagt hatte. Dann erübrigt sich eigentlich die Frage, bei wem Sie studiert haben. Es gab keinen bleibenden Eindrücke Ihrer Zeit als Student an der ETH. Nein, ich erinnere mich, gut, der beste Professor damals für Projekt war Dunkel. Ja. Ja. Aber er war mehr ein, wie sagt man, ein Ambassador. Ein Botschafter. Botschafter als ein... war Architekturlehrer, aber immerhin war nicht schlecht, wie auch Hofmann habe ich sehr. Und dann mein bester Professor war Hess. Das ist der Konstruktionslehre auf Holzkonstruktionslehre.
Und ich erinnere mich, ich sollte immer, seine Übungen waren Landhaus und Pförnerhaus, sagen wir diese großen Dächer. Aber ich kam da in Zürich, weil ich liebte Frank Lloyd Wright. Und ich konnte nicht mit diesen Bauern ja, so machen. Und ich machte immer so Wrightianische Projekte. Ja. Und er war verrückt und ich war auch verrückt mit ihm. Ja. Die haben immer gestritten. Und einmal hat er, um Frieden zu machen, ich habe einmal mir vorgestellt, ich will diesmal gehorchen. Ja. Ich mache, was er will. Und er hat mir gegeben, ein Doppelfenster zu machen, aus Holz. Da habe ich Mühe gegeben, ein wunderbares Doppelfenster habe ich gezeichnet. Und dann, als er bei mir kam und schaute meine Arbeit, er hat mit dem Kopf wie Nein gesagt. Es geht nicht. Ich bin von meinem Stuhl, ich habe ihm an die Jacke genommen, ja, und er wollte ihm eine Faust geben, ja, der arme Hesse. Und ich sage, was hat jetzt mein Fenster, dass es nicht funktioniert? Ja? Ich habe alles Mühe gegeben, damit ich endlich mit ihnen Frieden machen konnte. Jetzt kommen sie und ich habe ein wunderbares Fenster gemacht. Und er sagte, nein, ihr Fenster ist ein schlimmes Fenster. Ich sage, warum? Weil er schließt zu gut. Ich stand auf, ich habe ihn umgearmt, ich habe ihn geküsst. Und wir sind Freunde geworden. Ja? Das heißt, es war die erste Wahrheit, dass mir ETH Zürich gab. Das war Hess. Ja? Dass die das Fenster zu gut schloss. Ja. Und dieser Satz ist mir immer, jedes Mal, dass ich hier entwerfe, kommt mir dieser Satz noch in meinem Gedanken. Im Sinne, dass man für den Menschen entwerfen muss? Ja. Oder? Nein, das heißt, dass Achtung auf die Technologie. Ja. Die Technologie kann eine große Gefahr werden, ja, wenn man sie nicht richtig versteht. Ja. Wie heute ist es so. Ja. Ja. Mit all diesen dummen Gesetze, ja, die man macht heute, wegen Verdichtung und so, für Häuser und so, ist alles ein Unsinn. Ja. Wir hatten angefangen mit 2 cm Isolation, jetzt sind wir auf 20. Und morgen werden wir auf 40 kommen. Ja? Das ist eigentlich ein totaler Unsinn. Totaler Unsinn. Ich weiß, weil wir hatten damals, ein erstes Haus, das wir gebaut hatten, war Haus Snieder, ja? Ja. In Werschau. Da hatten wir die Fenster mit einfaches Glas gemacht. Mit die Rahmen waren einfach alte T- und Z-Profile, ja? Ja. In den Fabriken. Aus Holz oder? Holz oder? Nein, Stahl. Ja. Stahl. Und dann kam eine Gruppe von Zürich, von EMPA, und sie haben eine Analyse gemacht von diesem Haus und von dem neuen Haus mit den neuen Vorschriften. Ja. Als Resultat gab, dass dieses Haus verbrauchte ein paar Liter mehr Öl als der andere. Ja. Als der andere. Das heißt, die ganze Überlegung, alle diese neuen Gesetze, ja, diese Profile kann man nicht mehr nützen, ja, und so, das war eine große Dummheit. Von mir aus gesehen, weil anstatt ein Profil von ein halbes Zentimeter, ja, für ein festes Rahmen, ja, für das Glas, heute kommen wir auf 18, 12 Zentimeter. Ja. Das heißt, mit allen Komplikationen für Wärmedämmung und all diese Sachen, ja, und damals mit einer kleinen Platte. Und da, in dieser Schicht von 5 mm, die Kälte und Wärme, die durchgeht, ist so eng, und, dass er überhaupt keinen Sinn mehr hat. Und dazu kommen noch die Kosten. Ja. Ja. Die Kosten sind zweifach höher geworden, um bauen zu können. Ja? Und ich finde das Dummheiten. Ja? Wir werden nochmal vielleicht, wenn wir die Häuser anschauen, ja, darauf zurückkommen. Dann können, ja, kann ich zeigen. Das ist ein Projekt, das Sie vor dem Diplom, ja, bei wem machen Sie das? Das war im siebten Semester bei Dr. Hoffmann, Professor Hoffmann. Ja. Und da war ein Projekt, weil ich arbeitete in dem Moment als Student, ich machte Praktikum bei Architekt Brivio im Locarno. Peppo Brivio. Ein wrightianischer Architekt. No? Ja. Er machte alles so Häuser wie Frank Lloyd Wright.
Und darum, wir waren alle begeistert von Frank Lloyd Wright. Es gibt viele Tessiner, die mit Frank Lloyd Wright groß geworden. Ja, gearbeitet haben. Carloni und verschiedene, besonders Ponti. Ponti ist sehr guter Architekt, der so whiteianische Häuser baute. Und ich habe bei ihm immer gearbeitet, im Sommer und so, also noch vor, dass ich im Poli kam. Und er hatte als, wie er arbeitet, er arbeitet immer, er hat angefangen mit Rechtecke, ein Grundriss, ein Rechteck. Das zweite Grund ist oben in der andere Richtung, ja, so. Wie eine Schichtung. Wie eine Schichtung, ja. Und der untere Geschoss war, wurde Terrasse für das obere Geschoss. Gut, dann hat er mit Rechteck angefangen, dann hat er weitergearbeitet mit Dreiecke. Ein Dreieck und das andere gedreht, ja, immer so. Und einmal, ja, war er bei ihm 3-4 Jahre, no, in Folge. Am Ende, ich hatte alles verstanden, was er machte. Ja. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, gut, ich werde jetzt die Runden, ja, versuchen zu, no, verstellen, wie du machst. Und dann haben wir gesagt, das ist unmöglich, ja, mit den Runden. Dann haben wir mit ihm eine Wette gemacht, gut, wenn wir... Wenn ich erreiche, mit den Runden etwas daraus zu machen, mit deinem System, dann grüße ich dich, wir haben uns gesehen, ich danke dir für deine, no, Summe, aber auf Wiedersehen. Und so es war, ich habe dieses Projekt gemacht im 7. Semester, ich habe ihm das gezeigt, er war bewundert, ja, dass ich habe geschaffen können, dann habe ich ihn gegrüßt und wir haben uns nie mehr gesehen, nie mehr im ganzen Leben. Ja. Und das war dieses Projekt, es war jetzt praktisch, auch das System, ja, der Grund ist gleich, der dreht sich, ja, ja. Ein Geschoss so und der andere Geschoss gedreht. Und um das zu machen, ist ein kleines Tippel, das ist sick. Ich kann. Doch, doch, Sie können. Alles gut, gut. Vielleicht ist, ja, es sind 6 Säulen, leer, und die haben immer Küchen und Bäder. Ja. Und wie Sie sehen, der Trick war, da, in diesem Geschoss, die Küche ist da, in der oberen ist der Bad da. Ja. Ja. Das heißt Küche und Bad, Küche und Bad. Und da sind die Küchen. Und das war einfach ein zentrales System, um raufzugehen mit den Liften. Und man kam rein, es war ein, da gibt es, da vielleicht sieht man besser, kommt man so rein, ein Wohnzimmer mit Terrasse, ein Zimmer für die Kinder, da, das sind die schlecht. Und da das Zimmer für die Eltern, ja, mit der Terrasse. Und der obere Teil war gedreht. Ja? Ja. Und so kam raus diese, diese Figur am Ende. Ja? Die ersten Jahre sind unter dem Einfluss der Wright-Schule. Ja. Also sowohl in Ihrem Studium als, ja, auch bei den Vorbildern, die Sie im Tessin hatten. Ja, also genau. Ja, Pepo Brivio, da, ja, sehen wir links. Rechts, das war ein Haus von Carloni. Carloni, Casa Vanelli, ja. Und Wright wurde ja von Zevi, vom italienischen Historiker Zevi, zurückgebracht, genau, ja, in den späten 40er Jahren. Ja. Und bei Zevi war es sozusagen die Hoffnung auf eine demokratische Architektur. Ja. Diese politische Komponente, gab es, ja, die auch im Tessin? Ja, weniger. Weniger. Weniger, ja. Aber es gab diese reutianische, no, Art zu arbeiten. Ja. Das sind 2 Beispiele, aber es gab verschiedene. Ja, ja, ich habe einfach 2 Beispiele. Ja, ja, von gut, 2. Ja. Und dann kommen Sie zurück, 58? Ja, 58, das ist mein erstes Haus. Das Haus alleine? Faiso allein, ja. Ja. Das war auch etwa reutianisch. Ja, ja, komplett, vom, ja. Vom Haus. In ein Familienhaus. Und dann kommt ein Bruch. Sie gehen eine Partnerschaft mit Vacchini ein. Ja. Dann der Vacchini war im Norden, er ist im Norden, weil Vacchini wurde immer als der dümmste Schüler und Student in allen Schulen, die er gemacht hat. Ja. Betrachtet. Ja. Er war der Dummen. Ja. Weil wenn jemand etwas Schlechtes machte, Livio. Livio, bist du Vacchini? No? Vacchini, schon in den Primarschulen war ich so. Als er von dieser Reise zurückkam, ich habe ihn sofort genommen in mein Büro.
Ja, und er war erstaunt. Er sagte, alle sagen, dass ich bin ein Esel, ja. Und er war wirklich deprimiert, ja. Und ich habe ihm vollkommen, wir haben uns alles geteilt, ja. Und so kamen die ersten Projekte. Und da ist die nordische Einfluss, ist klar. Und das war ein Haus für eine Wohnungen für Arbeiter, ja, für arme Familien im Locarno. Und das Interesse, das war hier, war, wir wollten im Tessin versuchen, eine neue Art Bauweise, das heißt mit Bauen, industrialisierter Bau. Und darum ist dieses, zum Beispiel ist ein sechsgeschossiges Haus, alle Wände sind aus Holz. Das heißt, das war eine schwierige Entscheidung, auch ziemlich dumm damals, weil Holz bei uns mit unserem Klima, Sonne und Regen, wie es geht im Tessin, ist das schlimmste Material, das man noch erinnert. Nur, für uns war wichtig, weil es war sehr billig damals. Und wir hatten eine Vorfabrizierung von diesen Elementen. Es waren 60 breite Elemente, die wurden zusammengestellt. Nur, um die Fassade zu erhalten, hatten wir oben auf dem so ein kleines Fahrbahn, ja, eine Bahn, ja, wie, Putzmaschine oder eine Putzmaschine für die Fassadenrettung. Nur die Gemeinde Locarno hat sie nie gebraucht, ja, nie. Und das nach 15 Jahren natürlich die Fassaden fingen an, Probleme zu haben. Ja. Dann haben sie einen Wettbewerb gemacht, um die Fassaden zu retten. Wir haben auch mitgemacht. Wir haben einfach diese Fassaden gereinigt. Ja. Und unser Vorschlag war von 300.000 Franken, um diese Fassaden zu retten. Und der gewonnen hat, war 3 Millionen Arbeit. Und er hat das Ganze kaputt gemacht. Ja. Er hat praktisch alle Fassaden weggenommen und heute ist wirklich nichts mehr geworden. Aber eine der Schwierigkeiten war auch das Tessiner Handwerk an diese industrielle Methode hinzuführen. Das gab es nicht. Das gab es überhaupt nicht. Das war ein kleiner Schreiner, intelligent und so. Und der versuchte also mehr rationell zu arbeiten. Ja? Ja. Und mit dem haben wir das entworfen. Ja. Wenn man Ihr Werk aus der Zeit anschaut, und jetzt gehen wir zu den Häusern mit der Casa Snieder von 65, hat man das Gefühl, dass Sie wie alle großen Architekten also zuerst Wright, dann Mies, und hier ist es das Haus, wo der Vokabular, das puristische Vokabular endlich zum Durchbruch kommt. Man muss sagen, dass dieses Haus Verso, das ist das linke Haus dort, ist ein Rechteck, und da haben wir die Theorie von Bacchini übernommen, weil er sagte, er hatte seine Theorie, und er sagte, dass das Privathaus ist immer hat immer eine Richtung, ist gerichtet. Ja. Das öffentliche Gebäude muss nie gerichtet werden. Ja. Alle Direktionen, er muss für die Stadt, alle Fassaden praktisch sind gleich. Ja. Ja. Und darum, da haben wir, und seine Idee war immer, ein Wohnhaus muss von zwei Räumlichkeiten gebaut werden. Ja. Ist wie ein Tunnel. Ja. In zwei, man sieht es da, ja? Ja, vielleicht. Da, links, da. Man sieht da diese Säulen, Säulen, und man hat dieses Raum und dieses Raum, ja? Und das war seine Theorie, die er überlegt hatte, und von dem gingen wir weg, um dieses Haus zu bauen. Und ein Haus, das sehr einfach aussieht, außen, aber innen ist sehr komplex. Weil er hat einen Kern da mit allen Bädern und so. Und da dieses Teil, es ist zweigeschossiges Raum. Und darum diese Zimmer da und diese Zimmer da haben einen Bezug direkt auf dem zentralen Raum. Okay, Und was interessant war, weil es war eine Familie mit fünf Kindern.
Und darum in diesem Haus haben wir gemerkt, dass, um ein Wohnhaus zu machen, ja, man muss die Funktionen eines Hauses müssen, wie sagt man, müssen getrennt. Ja, müssen gelöst werden. Ja. Ja? Auch die einfachsten, die dümmsten, wo man die Schuhe stinkt. Ja? Ja, ja. Die Schuhe stinken. Man muss auch an dem fragen. Deswegen, wir haben alle, was ein Haus, ein Wohnhaus macht, haben wir ausgemacht. Und von da kam auch die Idee von der Satz von Los, wo ich sagte, mit einem Wohnhaus kann man keine Architektur machen, weil das Haus muss so viele Funktionen, ja, und das Beste, die beste Architektur kann man, wo keine Funktion mehr da ist, ja. Dort kann man das Grab die Architektur Grab mal und so weiter, nehmen wir eine Kirche zum Beispiel, die Funktionen sind minimal und darum kann man Architektur, aber mit einem Wohnhaus kann man keine Architektur machen, ja. Und dieses Haus ist wirklich sehr, sehr detailliert in allen seinen Funktionen, Waschmaschinen, alles, was unsere Überlegung. Ja. Aber es werden auch ganz wichtige Entscheide schon bereits vorgenommen. Es ist eine ganz einfache Geometrie. Zum Beispiel Schottenbau. Schottenbau und dazu Flachdach. Ja. Der erste Flachdach im Tessin. Weil es war verboten, ja, das Flachdach, weil das ganze Dorf ist mit Granit, sehr steile Granitdächer. Und das war das erste Haus. Aber das konnten wir machen, weil damals war eben die Landschaftsschutzkommission von Kanton Tessin. Ja? Ja. So habe ich dieses Projekt machen können, weil ich habe es an die Kommission nicht gezeigt. Ja, unter, ja. Und darum, wir waren genannt die Tessiner Mafia. Ja. Weil, und es war. Es war ein wenig so. Ja. Wir haben vieles, sonst konnten wir nicht mehr bauen. Ich muss sagen, dass die schönsten Häuser von Graffiti, von Botta, die ersten, als sie, wenn sie in die Kommission hätten durchgehen müssen, ja, wären nie gebaut worden. Aber ja. Sie waren in der Kommission? Ich war in der Kommission und da habe ich auch meine Freunde gerettet, ja, weil. Ich habe der Präsident der Kommission, der hat mir geholfen wegen Militärdienst. Ich war gegen Militärdienst, ja. Und ich war immer, jedes Jahr sollte ich Gefängnis machen, ja. Jedes Jahr, für 20 Jahre, ja, habe ich Gefängnis gemacht, jedes Jahr. Und er hat mir geholfen, ja. Er hat mich aus dem Militärdienst rausgeholt. Und mit ihm habe ich ihm 10 Namen gegeben von Leuten von Kanton Tessin, von Architekten. Ich habe gesagt, wenn ein Projekt von diesen Architekten in die Kommission kommt, dann gibst du es mir. Dann ich werde prüfen, ob man an die Kommission geben muss oder nicht. Ja. Wenn nicht, ich hatte meine Unterschrift gemacht und ging weiter. Ja. Und so konnte zum Beispiel das Haus von Botta, einer der ersten im Riva San Vitale, ja, ja, der Turm, das Haus Graffetti Rotalinti, ja, konnte gebaut werden, Bellinzona, ja, nur weil ich hatte es, das war die Mafia, die Tessiner Mafia, ja, wie man uns nannte, und das war wahr. Ja. Wir waren eine gute Mafia, die gut funktionierte. Ja. Es war die einzige Methode, ja, ja, um etwas zu tun zu können. Ja. Auf der einen Seite eine sehr radikal moderne Sprache, moderne Materialien, moderne Raumkonzepte auch mit diesem doppelstöckigen Raum. Und auf der anderen Seite, vielleicht sieht man es am besten hier in diesen Situationsplänen, eine sehr, sehr präzise, sorgfältige Einbettung in den Kontext. Ja, ist so, da ist der, das Dorf ist hier, ja, auf dieser Seite. Es gibt eine Hauptstraße, die da darüber führt, ja, da. Und das sind Häuser, die da standen, ja, alte Häuser, das, alte Häuser, da auch wieder. Und wir hatten ein großes Areal, no, zu bauen, alles das, ja. Wir konnten hier stellen, hier, wo wir wollten. Wir haben es da gemacht, um hier ein Hof zu bauen mit den alten Häusern. Wie schon im Dorf gibt es solche Häuser hier. Ja, ja. Und wir haben es gebaut als letztes Haus des Dorfes, das heißt, um das Dorf zu fertigstellen. Ja, in dieser Art. Und so haben wir dieses Hof rausgeholt in dieser Lage. Und
Ist da bereits die ganze italienische Auseinandersetzung wird die hineingebracht mit den Studien, die damals Rossi, die damals Gregotti, Grassi? Ja, sicher spielte das eine große Rolle. Ja, für uns Aldo Rossi war ein wichtiger, ne? Theoretiker, ja, besonders. Wir haben angefangen, die Stadt zu verstehen, dank Aldo Rossi. Ja, das Buch von Aldo Rossi war für uns einer der wichtigsten. L'architettura della città, 66. L'architettura della città und il territorio, der von Gregotti. Waren zwei Bücher, ja, die uns sehr interessierten. Und von dem haben wir angefangen, die Geschichte der Stadt besser kennenzulernen. Was zum Beispiel in Polizürich überhaupt nichts da war. Nicht, ja. Überhaupt nichts. Aber die Geschichte der Stadt vor allem auf einer grundrisslichen Ebene. Ja, ja. Grundrisslich, ja. Und also wir haben gesehen, 66, da kommt aber auch die Krise mit diesem Gebäude, ja, eigentlich. Weil das war die Epoche, wo in allen Schulen, auch hier in Zürich, arbeitete man über Flexibilität. Ja, das war der Haupt. Heute spricht man von Energiesparung, damals war von Flexibilität. Ja. Und so haben wir versucht, ja, das war auch mit Vacchini, ja, dieses Haus. Das letzte Projekt mit Vacchini. Das letzte mit Vacchini. Das war ein Haus auch für arme Familien. Ja. Und praktisch war ein Haus mit alle, man konnte ein Areal mieten, no, eine Fläche mieten. Es gab nur der Bad und der WC. Mhm. Und auf dieser Seite die Küche. Das war das einzige Element, das gebaut wurde, aber die Küche war voll ausgerüstet, ja, und auch Bad und so weiter, sehr präzise. Und da war nur ein System, ein Modulsystem, wo die Leute konnten die Wände aufstellen, wie sie wollten. Und das war ein Abstand von 95 cm. Das heißt, ein Minimalzimmer 1,90 praktisch, ja. Oder drei oder vier, immer 95 cm. Und dann haben wir ausgewählt sehr teure Zwischenwände, das war ein amerikanisches Produkt, wunderbar. Es waren aus Aluminium, 5 cm dicht. Und wir hatten im Kellerraum ein Magazin mit all diesen Wänden, ja, und man konnte in den Wänden alle die elektrischen Elemente noch rein und man konnte sie aufstellen ohne eine Schraube, ja, nur in zusammengedruckt. Ja. Und das war dieses System. Und ich erinnere mich, als es fertig war, dieses Gebäude, niemand wollte rein, ja, diese arme Familie, niemand sagte, es ist ein verrücktes Haus. Ja. Dann ich wohnte in Locarno. Ich habe mit der ganzen Familie, in der Reste habe ich bewohnt. Und nach einem Monat gab es eine Liste von 200 Familien, die rein wollten. Aber ich war auf dem Balkon, ich machte den Arbeiterfamilie so, jetzt bleibe ich. Und ich bin 18 Jahre doch geblieben. Ja, in Israel. Ich hatte mein Haus in Locarno verlassen, um da reinzukommen. Ja. Und das war diese Erfahrung. Und es gibt das Gerücht, dass Sie die Wände nie verschoben haben. Ah, so, dann habe ich das erste Mal, das war meine Art, ja, die Wohnung zu machen. Man sieht so, man kommt da rein, da ist der Küchenteil. Ich habe da ein Zimmer von zwei Elementen, da ein zweiter Zimmer, da ein dritter Zimmer, ein vierter Zimmer und ein fünfter Zimmer da, ja. Zwei Elemente, drei, zwei, zwei, zwei und hier der Wohnraum, der um dieses Zentrum, ja, bleibt. Alle anderen, die später kamen, alle haben das Gleiche gemacht. Kein einziger hat eine Wand anders aufgestellt als diese. Ja. Nicht nur, im 18 Jahre, niemand hat dieses System, wenn man konnte es, eine Wand wegnehmen, machen, was man wollte, niemand hat es gebraucht. Und nach dieser Erfahrung habe ich diese dumme Idee der Flexibilität mit technischen Mitteln verlassen. Ja. Ich finde, dass, und da kam auch mein Spruch, willst du, wie war dieser Spruch über Flexibilität? Willst du die Flexibilität erreichen, baue nur weiter deine Mauern aus Stein. Ja. Je mehr fix in die Wände, je mehr Flexibilität gibt es. Ja, das war mein Gedanke nach dieser Erfahrung hier.
Und die Krise, die führt zum Bruch mit Vacchini? Die Krise? Ja. Ihr trennt euch. Ja, dann haben wir uns getrennt, aber das Problem der Trennung war, weil er wollte ein Haus für sich selber bauen. Ja? Ja. Und ich habe gesagt, dann nützen wir diese Idee aus, um ein Muster für ein Haus für ein Arbeiterquartier zu machen. Ja? Ja. Ich war sehr politisch engagiert, er überhaupt nicht. Ja? Und er sagte, nein, mir interessiert das nicht, ich will ein Haus für mich, nicht für die Arbeiter. Ja? Gut. Dann habe ich ein Projekt gemacht für dieses Haus. Ich hatte ein Haus geplant, weil er wollte nicht mehr mitmachen. Ja? Ich habe ein Haus gemacht für ein Quartier für Arbeiter, ja? Wo der Muster war, sollte sein Haus sein. Und wir haben gestritten, weil er wollte ein Bidet, ja? WC und Bidet. Aber in meinem Haus, Arbeiter, konnte kein Bidet reinkommen, ja? An die WC. Und über den Bidet haben wir gestritten und wir haben uns noch getrennt, ja? Wegen Bidet. Wegen Bidet. Wegen dem Bidet, ja. Das war unsere Scheidung, ja? Wir sind immer Freunde geblieben, ja? Ja? Und nun am Ende, nach ein paar Jahren, bevor er starb, ja, haben wir wieder angefangen, einige Arbeiten zusammen zu machen, ja, einige Projekte. Und dann machen Sie diesen Wettbewerb mit einer anderen Tessiner Gruppe? Das ist eine... Von der EPFL? Ja, von EPFL Lausanne. Und das war mit Botta, mit Graffetti. Vacchini war nicht dabei, Flora Ruchat und Carloni, ja. Tita Carloni. Und die Idee war, in der Peripherie der Stadt Lausanne ein Zentrum zu geben, die Schule als Zentrum dieser Peripherie zu machen. Und es war praktisch die Idee, eine Stadt, die wuchs von außen nach innen und nicht von innen nach außen, um die Peripherie zu vermeiden. Ja. Ja. Und so war, man baute das Viereck. Hier mit diesen zwei Achsen, Cardo et Decumanus, ja, ja. Die römische Stadt, ja, Stadt ja, da und da. In dieser Achse waren alle die Studentenwohnungen, Restaurants und alle da. Ja. Und die Plätze, die gingen von dieser Straße zu dieser da, da waren die Plätze rein. Und auf diesem zweiten Achse waren die Studentenwohnungen. Weil im Programm gab es keine Studentenwohnungen inbegriffen. Wir haben sie reingetan, um ein Stück Stadt zu machen. Ja. Und da waren die Lehrräume. Und die Lehrräume wuchsen, ist ein Quadrat von 400 Meter. Ja. No? Das war praktisch 5 Minuten Bewegung von einem Punkt zu dem anderen. Und der Erdgeschoss war total für die Auto. Für Verkehr, no? War keine Fußgängerzone. Die Fußgängerzone war über dem Erdgeschoss. Und da waren alle die Wege, no? Die fuhren immer auf die zwei Hauptachsen. Da waren die Hallen für Industriehallen und so weiter, Laboratorien. Ja. Und die waren wie die Fabriken. Ja? Das war, man konnte eine anfangen, nachher die zweite, die dritte, die vierte. Und jedes Teil dieser kleinen Städtchen hatte seine Wachstumsregeln. Ja. Da waren die Auditorien, man fing an mit einer, bis zwei, drei, vier, fünf konnte man anhängen. Diese Stadt wuchs von außen nach innen. Zum Beispiel, man ging immer vom immer Außenrand zum internen Rand, über und unten. Ja, so. Das war diese Idee von dieser Stadt. Und wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? Das war ja Botta, Ruchat, Sie. Es hat sehr gut funktioniert, ja. Weil Botta alles gezeichnet hat? Nein, Botta hat eine große Rolle gespielt, ja. Sicher. Ja. Die Idee praktisch nicht der Stadt als solche, aber der Quadrat. Ja, ja. Die zwei Achsen und Kommandos waren von Botta, sicher. Ja. Und Botta war der Jüngste damals, no, die mit uns arbeitete. Und da hat er einen großen Beitrag gemacht, ja, ohne weiteres. Und das ist auch, jetzt habe ich einfach zum Vergleich das Projekt von jemandem, den Sie sehr bewundert haben zu dieser Zeit, das ist das Projekt von Haller. Und Haller hatte praktisch eine
total eine Maschine gemacht, ja? Ja. Eine Denkmaschine. Ja? Es war praktisch eine, es war architektonisch eine Kiste, ja? Wo mit alles, alle große, wie sagt man, mit Computersysteme und so, hätte man lehren können, ja, in dieser, war das Gegenteil, ja. Sie lesen das als Gegenteil? Ja. Weil aus einer historischen Perspektive sieht man natürlich auch ganz viele gemeinsame Themen, also zum Beispiel die Idee des Wachstums. Ja. Und also das, Sie hatten ja auch bei Ihren Industriebauten, sagen Sie, man kann die Hallen hineinfügen, also diese Idee des Wachstums ist immer noch vorhanden. Ja. Und man betont immer den Bruch, dass es eine Großform war, aber die Qualität des Projekts liegt doch gerade darin, dass Sie einerseits eine Großform haben und andererseits diese Idee der Flexibilität auch versuchen zu integrieren. Also kann sein, nur bei uns die Flexibilität ist gegeben von der nicht von der Bewegung der einzelnen Räume, technisch, aber von der fixen. Ja? Jedes Bereich hat seine Regeln und hat seine, seine Form. Ja. Ja? Und wir kommen zurück an die, wie würde ich sagen, an die traditionelle Art zu bauen. Ja? Nehmen wir zum Beispiel die La Certosa di Pavia. La Certosa, dieses Zentrum von Mönche. Es gibt die Wohnungen, es gibt die verschiedenen Säle, es gibt die Kirche. Ja. Ecco, jedes Teil ist typologisch und alles total anders als der andere. Ja? Ja. Und zwar ungefähr dieses System. Ja? Bei Halle ist etwas anders. Ja? Praktisch ist ein großes Kiste, wo sind die Maschinen, die praktisch... Denkmaschinen. Ja. Das war überhaupt außerhalb unserer Art zu denken. Ja? Ja. Aber die unten Projekte wie das von Candelis, die waren sehr präsent auch. Auch, sicher. Ja. Und dieses Projekt führt eine neue Phase ein, wo Sie eine Reihe von Wettbewerben machen. Und ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten 90 Wettbewerbe gemacht und davon 30 gewonnen und anderthalb gebaut. Das war. Warum haben Sie Wettbewerbe gemacht, wenn Sie, oder was war die Rolle des Wettbewerbs in Ihrer Arbeit? Für uns, uns zu messen mit der Architektur von damals. Ja? Ein Wettbewerb hatte für uns den Sinn, man konnte endlich uns messen. Ja? Was können wir machen, was machen die anderen? Ja? Das war eigentlich das Ziel. Wir wollten alle, die wir gewonnen haben, bauen können. Ja? Ja. Aber das war unmöglich. Ja? Weil sie haben uns nie bauen lassen, unsere ersten Preise. Warum? Ich bin gewohnt, ich habe die Gewohnheit genommen, dass unsere ersten Preise werden nicht gebaut. Ja? Das gehört zu meiner Persönlichkeit. Ja? Und das aber tut es ist, mir es ist, nicht einmal weh. Ja? Aber es ist ein Instrument zur Forschung auch. Ja, Instrumente für Forschung. Und es war, dass zum Beispiel viele unserer Projekte werden heute gebraucht in den Schulen, in den Architekturschulen, als Beispiele und so. Das genügt mir, Sie wollen das hier nicht bauen, wir bauen nicht, Das ist kein großes Problem. Eines der wichtigen Projekte der Zeit ist der Wettbewerb für Celerina. Celerina im Engadin. Ja, in Celerina war eigentlich war interessant, weil damals, als ich jung war, er war ein sehr guter fliegte mit Segelflugzeug. Und gerade im Nebenkur in der Schweiz gibt es eine Wand, sehr hoch, fast 4000 Meter, wo große, wie sagt man, Winde, thermische Winde, steigen auf. Und das ist wunderbar, weil dort geht man vom Flughafen weg. Man kommt 100 Meter Höhe und in wenigen Minuten ist man auf 5000 Meter. Ja. Das heißt, man steigt mit einer Geschwindigkeit von 30 Meter pro Sekunde mit dem Flugzeug. Ja. So, ist wie ein Lift, wie ein Aufzug, unglaublich. Und von dort natürlich kann man noch nach Rom fliegen, wenn man will, von dieser Höhe. Und darum gingen wir immer dort. Und einmal, als ich dort war und wir waren gerade dran, dieses Wettbewerb zu machen, habe ich unten
eine Form gesehen und ich dachte, aber in der Schweiz ist es unmöglich, dass es so etwas gibt. Ich habe ein Rechteck gesehen, ja, ungefähr 400 Meter lang, 15 Meter breit, no? Wie ein Projekt von Candilis. Ja. Ich habe nie gehört, dass hier neben Kuch so ein Projekt entstanden ist. Gut, dann bin ich hier runtergekommen mit dem Flugzeug, bin sofort gegangen, um zu sehen, was es war. Es war ein Dorf. Ein Dorf von einem Forster gemacht worden. Ja? Weil der alte Dorf wurde von einem Sturz, von einem Bergsturz, no, zerstört und er hat ein neues Dorf entworfen. Und dieses Dorf war wunderbar. Es ist ein Dorf, ein Rechteck, wie gesagt, hinten, die ganze Länge, ein Holzdorf aus Holz, waren alle Ställe. Vorne alle Wohnungen von den Bauern aus Stein, ja, verputzt mit Dächern und so weiter. Dann gab es noch alle Gärten, waren zusammengestellt, alle zusammen. Die Gärten, wo man pflückte, no, die verschiedenen Früchte. Ja. Und es war ein großes Stützwand, wo das Dorf drauf war. Ja. Ungefähr 4 Meter höher als die Gärten. Ja. Und ich fand das unglaublich. Dann kam ich zurück, ich war schon damals, war ich im Poly Zürich als Dozent. Ja, ja, 73, als, genau. Ja, ja. Ja. War ich da und dann habe ich eine Kippe von Zürich weggeschickt dort, um das aufzunehmen. Weil war das, niemand kannte das, niemand. Ja. Ja. Und für mich, als ich runterkam, ich sage, aber das ist ein Gebäude von Candilis oder von irgendein großes Architekt. Aber nicht einmal Polizei wusste, dass es gab dieses. Und dann wurde es aufgenommen und so, diese wunderbare Situation. Gut, und dann, von dem habe ich, wie sagt man, Mut bekommen. Ja. Ja. Wie kann man da in diesem Tal bauen? Ja. Und da war, das ist Celerina, die ist gebaut von 2 Dörfern: Krasta und da Slarigna. No? Ja. Da gab es einen Bach, der wurde kanalisiert. Ja. Und damals, am Anfang des Jahrhunderts, bauen sie ein Hotel. Der Hotel wurde das Element, das die 2 Dörfer zusammengestellt hat. Ja? So war ein Dorf zusammengestellt von 1, 2, ein Straßendorf, ein Haufendorf und dieses System hier. Dann hatten wir hier, es war ein alter Weg, der zu Fluss ging, ja, wo die Leute von hier gingen zu Fluss hier, genau da. Und da war das Areal, um eine neue Siedlung zu machen für Leute, die von außen kamen. Ja. Gut. Dann haben wir diese Straße genommen, die da war. Und wir haben gedacht, gut, das Dorf ist heute von 2 Teilen gemacht, machen wir ein Dorf von 3 Teilen. Ja, 1, 2 und jetzt kommt die dritte. Ja. Und die dritte ging direkt, das ist die Kirche, ja, von Krasta, und man ging direkt mit diesem System zur Kirche da, ja, auf diese Seite. Und so, wir haben uns weg von dem alten Dorf, das sind alle die Mauern, ja, von den Gärten, und wir wollten da überhaupt keinen Bezug machen, ja, aber ein klarer, präzises, no, leerer Raum, damit man das alte Dorf in seine Einheiten man spüren konnte. Und da war ein Weg. Dieses Weg haben wir erhöht von 1,50 Meter, wie ein Damm. Ja. Wir haben diese große Ebene als wie ein See gelesen. Ja? Ja. Ein See, wo im Winter ist voll Schnee. Ja? Dann, um vom Wasser dann vom Schnee zu schützen, haben wir dieses Weg erhöht von 1,50 Meter. Dann haben wir es gedeckt mit einem Portikus, ja? Ja. Dieser Weg, um die Leute zu schützen, wenn sie nach Hause gehen. Auf dieser Seite, wir haben sie in Wiese gestellt, die Türme, diese Türme, das sind Wohntürme, mhm, mit die, das, glaub ich, vielleicht ja, gibt es hier, ja, den großen, voilà, Sonnenbriss. Diese Türme, wo, ja, die Wohnungen, die, Soggiorno, wie sagt man, der Wohnzimmer. Wohnzimmer drin ist und Küche, eine Brücke und auf dieser Seite die Zimmer. Ja? Diese Seite, wir haben da auf der Zone
zwei haben uns interessiert, zwei Häuser. Das Gotthardhaus, das ist das Turmhaus, ja, das da. Und im Zurz die, Wohnungen gehen von dieser Teil der Straße zu dieser da. Eine Wohnung bezieht sich auf die zwei Teile der Straße mit einer Brücke. Und von dieser Idee kamen wir auf diese Idee. Das heißt, wir machen da die Wohnzimmer, eine Brücke, ne? Und da die Schlafzimmer. Da gab es noch ein Problem, weil da gibt es alle diese Elemente, ne? Haben die gleiche Dimension, ja. 3 Meter auf 3, alle. Bäder und alle, ne? Und die Zimmer, 3 auf 3. Nur das Problem war, dass es gibt, man sieht, das ist zum Beispiel eine Wohnung mit 1, 2, 3 Elemente, eine mit 1, 2, 3, 4 Elemente. Man könnte auch 5 und 2 machen. Ja? Nur, Problem ist, alle Wohnzimmer sind gleich groß. Und das war ein Unsinn, in so ein Typ von Haus, das Wohnzimmer gleich zu machen. Und da gab es eine Familie mit 5 Kindern und eine mit 2. Aber das Wohnzimmer war immer groß, gleich groß. Darum haben wir dieses Korridor erweitert, dieses da. Darum, das war das Wohnzimmer für die Kinder. Ja? Und jede Zelle da hatte, die Kinder konnten da ihre Aufgaben machen und alles. Von da hatte man eine Vision, eine Sicht Aussicht, ja. über die ganze Landschaft, die Berge und so. Von hier hatte man eine Sicht innerhalb Eingaben. Und von dieser Seite hatten sie den, die Sicht auf dem, das alte Dorf. Auf dem Dorf, auf dem alten Dorf. Ja, das war diese Idee. Man sieht da im Schnitt, das ist die Erhöhung ja, der Weg, und, ja. des Weges. Ja, und auf dem Sockel, die Wohnteil und der Schlafteil. Schlafteil aus Holz und das aus Beton. Ja. Und wir haben von dem, ja, von diesen Überlegungen ja, weggegangen. Ja. Ja, es ist sehr erstaunlich, weil einerseits auf der städtebaulichen ja. Ebene ist ja. es unglaublich modern. Ja. Also diese diese Streifen von ja. 500 Meter Länge. Ja. Und dann in der Typologie ja. oder in der architektonischen Form diese und in den Materialien diese Art von Anlehnung ja. an bestehenden ja. Bauten. Ja. Aber typologisch einfach hat die Typologie praktisch ändert sich nie. Es braucht Tausende von Jahren, um eine Typologie zu ändern. Ja? Ich weiß nicht, das Patiohaus, die Griechen hatten das gebraucht, die Römer und so weiter. Und noch heute ja? Ja. gibt es Patiohäuser. Das heißt, es gibt Typen von Häusern, die praktisch immer noch gültig sind. Ja? Und das war praktisch das war so, Ein zweiter wichtiger Wettbewerb, den ich hier zeige unter den vielen Wettbewerben, ist der Wettbewerb für den Hauptbahnhof Zürich. Ja. Und ich finde ihn deswegen interessant, weil es ging ja nicht nur darum, die Peripherie zu ja. ordnen, ja. sondern für sie war auch die Stadt ja. ein Ort der Intervention. Es war überhaupt keine Kernstadt, ja. die geschützt werden sollte, ja. sondern auch ein Ort, der weiter ja. bebaut werden musste. Und bezogen in diesem Wettbewerb, das war eine große Geschichte, in diesem Wettbewerb da in Zürich, ja. Ich hatte immer Pech in Zürich, ja. Sei mit dem ETA Zürich, sei mit der mit außerhalb. Ja. Warum mit der ETH? Oh, mit der ETH habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Immer. Und Problem war, wir kamen, das habe ich mit Botter gemacht, ja, damals, und das Wettbewerbsprogramm sah vor, dass die neue Bahnhof, wir haben es hier gestellt, musste man darstellen. Ja. Das Areal war dieser da. Ja. Ja. Und wir haben es verstellt, das ganze Areal, auf diese Seite. Auf diese Seite, ja. Das heißt, sie waren außerhalb des Perimeters des Wettbewerbs. Und dann haben sie gesagt, gut, wir wurden rausgeschmissen, richtigerweise, weil wir waren außerhalb des Areals, das uns gegeben wurde. Ja. Nur die ersten 5 gepriesene no, Leute sollte eine zweite Runde machen. Und für die zweite Runde, was hat die Jury gemacht? Sie hat unser Terrain an die 5 gegeben. Ja? Ja. Das ist wirklich ein Zeich. Ja? Das war wirklich eine no, Schweinerei. Ein ja. Scherz, ja, ja. eine Quälerei. Dann gingen wir mit Botter. Ich erinnere mich, es gab einen Rechtsanwalt,
einer der wichtigsten, die für Autorenrecht ja, spezialisiert ist. Und er wohnt auf Verbanosee, auf See von Locarno. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, wir sind bei ihm gegangen und wir haben ihm gesagt, wir wollen einen Rekurs machen gegen Schweizstaat, wegen Kanton Zürich, wegen Stadt Zürich, gegen Bank, Post und gegen Eisenbahnen. Ja. Und unsere Idee war, 20 Rappen jeder zu fragen. Ja. Ein Franken moralische. Ja. Ja. Und der Rechtsanwalt hat uns gesagt, gut, ist ihre, ja, ich schätze, ja, ja, aber ist total falsch. Wenn man mit solchen Leuten ja, einen Rekurs machen will, muss man so viel Geld fragen, wie man kann, möglich, ja, ja. Wie womöglich ist. Dann haben wir eine Expertise gemacht, wie viel kostete diese Operation gegenüber, wo sie es stellen sollte. Ja? Ja. Und wir haben gemerkt, weil alles war vorgesehen ungefähr 1500 Millionen ja. Ja, Franken, das Ganze. Und wir haben gesagt, dass ungefähr hätte man 500 Millionen gewonnen. Auf die 500 Millionen haben wir die Honorar der Architekten gemacht und da kamen ungefähr 50 Millionen raus. Ja. Das war der Preis, der Rechtsanwalt wollte fragen. Nur Problem. Er sagte, aber es gibt ein zweites Problem. Als Anwalt habe ich auch meine Honorare. Ja. Und es gab eine Vorschrift. Und dann sollten wir ihm für Anfangen, für dieses Rekurs, 100.000 Franken geben. Wir hatten dieses Projekt gemacht in der Küche von, von Mario Botta. No? Wir hatten keinen 5 Rappen in der Tasche. No? Wir waren wirklich in einer extremen Situation. Und dann sollten wir aufhören ja, mit dieser Geschichte. Und wir haben das gelassen. Da gab es noch einige Geschichten, immer diese sagen wir, Probleme in Zürich, ja, kamen immer noch. Dann gab es die Poch-Gruppe. Das ja. war eine politische Gruppe, ja, extrem links in Zürich. Und sie hatte eingeladen im Kunsthaus Zürich einen Abend mit der dieser Poet gewonnen hatte, Benziger, ja, der Architekt Benziger, einer von Bund, einer von Post, einer von Stadt Zürich und einer von so. Und sie haben mich eingeladen. Ich wollte nicht mitmachen, weil ich sage, ich war außerhalb no, des Wettbewerbs. Es hat keinen Sinn, aber am Ende habe ich angenommen. Und an diesem Abend, der Schauspielhaus war voll, Leute, 1000 Leute waren dort, ja, unglaublich voll. Und ich war allein. Niemand ist gekommen von den anderen 5, die dort sein sollten. Und ich wollte nach Hause fahren. Ja, bleibe ich da, was mache ich? Sie haben mir gesagt, nein, du musst bleiben. Und so habe ich eine Rede gehalten. Auf den Moment. Und wenn ich wütend bin, dann kommen die Reden schön aus. Ja? Und so habe ich gegen die Schweizer, gegen die Zürcher, gegen alles gesprochen. Ja? Endlich konnte ich mich ja, losgehen ja, mit meiner Handlung. Und am Ende ist dieses Gespräch, das ich gehalten habe, ist publiziert worden. Das Unding. Das Unding über die Gereisen. Ja, genau. Ja, genau. Das ist publiziert vom, glaube ich... Vom Poch Verlag. Vom Poch Verlag, ja. Aber vielleicht zum Projekt zurück. Ja, zum Projekt zurück. Gut. Dann, Problem war, wir haben hier das Gebäude gestellt, ja, das ist der alte Bahnhof hier, das Gebäude hier gestellt, um die zwei Ufer da zu verbinden, längs des Flusses. Ja, der Fluss ist da. Dann hätten wir da wie ein Tor gehabt, um über den Fluss auf dieser Seite hier und auch auf dieser Seite hier. Ja. Das sind die zwei Eingänge, neue Eingänge und der Fluss zu erweitern. Das sieht man hier. Ja, diese. Genau, ich glaube, ich habe noch eine zweite, da sieht man es auch nochmal. Ja. Gut, dann auf dieser Seite haben wir eine Reihe von Gebäude gemacht, ja, um diese Straße noch gegenüber der Bahn ja, zu schützen, in diesem Feature. Und das war dieses System. Und auf dem Dach hatten wir eine Reihe von Bäumen gemacht, ja, ja. Um die Bäume hier vom, von der Straße weiterzuziehen. Ja, in diese, genau. Das ist der Schnitt von dieses Bahnhof. Ja. Es war ein, ich sag mal, ein
Laden, no? Ja. Durchquerung war und von da konnte man die Züge, ja, nehmen und sind da. Ja. Da geht man zu Züge, ja, und das war diese Lösung. Und vielleicht kommen wir jetzt von diesem Wettbewerb zum dritten Thema, Architektur und Politik. Mhm. Und Sie haben in Ihrer, glaube ich, Antrittsvorlesung in Lausanne in den 90er Jahren gesagt, in den 80er Jahren gesagt, man müsse die jungen Studenten nicht zu Architekten, sondern zu Politikern, mhm, oder zu verantwortlichen Menschen, ja, erziehen. Ja. Nein, meine Idee war, dass heutzutage es gibt viel mehr gute Architekten als in der 70er Jahren. Nein, in der Altersstufe, als im 15. Jahrhundert. Ah, ja, okay. Heute gibt es viel mehr gute Architekten. Ja. Darum eigentlich die Schulen, das Problem der Schulen ist nicht, andere sehr gute Architekten herauszuholen, aber die neue Generation von mir aus sollte die Aufgabe haben, ja, prüfen, wie man kann erfinden, ja, die Stadt der Demokratie. Weil alle Staatsformen, ja, sei im Mittelalter, in der Renaissance und so, immer haben eine Idee gehabt von ihrer Stadt. Und die war gut für die damalige Situation. Die einzige Staatsform, die unfähig ist, eine Idee von seiner Stadt zu haben, ist die Demokratie. Demokratie hatte unglaubliche Vorteile gegenüber den anderen, die vorher kamen, aber sie hatte eine große Lücke. Und ich meine, dass die Architekturschulen sollten versuchen, mit den neuen Kräften, das sind die Studenten, ja, endlich Leute zu finden, die sollten denken, was könnte die demokratische Stadt sein. Ja. Das wäre die Haupt, nicht also besonders spezielle. Wir haben genug von Gehrig und von Sagadit, no? Die, ja, haben wir, no? Die haben wir schon viel zu viele. Ja? Jetzt brauchen wir andere Leute, die vielleicht nicht so wunderbar sind im Bauen oder so, aber die über die Stadt der Demokratie denkt. Das war meine Überlegung damals und ist noch heute meine. Ja. Und Sie werden ja nach Zürich berufen als Gastdozent 1973? Ja, bis 75. Von wem? Wer beruft Sie? Das Campi? Ist das? Nein, Campi und Nebi waren meine größten Feinde. Ist immer gewesen, ja. Immer gewesen, ja. Besonders Nebli, ja. Er war ein wenig der Chef der Koalition dort. Er hat mir immer Scherereien gemacht. Immer, vom Anfang an, ja. Ich habe nie verstanden, wieso, aber weil ich schätze ihn, ja, als Architekt und als auch Professor, ja. Aber für mich, nein, es gab überhaupt. Und auch in Monte Carasso, no? Ja. Er wurde gefragt von der Gemeinde, um das neue Richtplan zu machen. Er hat 15 Jahre gedauert, ja, sein Richtplan. Man hat gewartet 15 Jahre. Nach 15 Jahren gibt er ab sein Plan und die Gemeinde nimmt es an. Ja? Ja. Nimmt es an. Wir werden Monte Carasso sehen wir noch. Ja, ah, gut. Vielleicht gehen wir noch zurück. Ganz kurz zur ETH. Sie werden vom Vorsteher hier empfangen und er fragt Sie, wollen Sie Politik und Architektur an, ja, der ETH machen? Ja, das war der Chef, ja, von damals, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Hauri. Hauri, ja. Und dann haben wir gefragt, aber kommen Sie, um Politik zu machen oder um Architektur zu machen? Ich habe geantwortet, ich komme Architektur machen, aber mit meiner politischen, no, Überzeugung. Überzeugung, ja. Ich kann nicht teilen, no, die zwei Sachen. Gut, dann hat er mir angenommen, no, gleich. Und gleichzeitig, als Sie an der ETH sind, ist auch Ihr Vorbild oder einer der wichtigen Referenzpersonen Aldo Rossi hier. Ja. Wie gibt es Kontakt? Ja, es gab Kontakte mit Aldo Rossi, ja. Sicher, weil wir hatten die zwei, Kathedren, zwei Lehrstühle, ja, nebendran, ja. Ich war immer an seine Vorlesungen, ich bin immer an seine Kritiken gegangen, ja. Und er war ein komischer Professor, Aldo Rossi. Weil er hat eine unglaubliche, wie sagt man, Kraft gehabt, ja, gegenüber die Institution. No? Er war von den Studenten war sehr beliebt, ja. Und alle waren Russianer in diesem Moment, alle. Ja. Dann nach zwei Jahren, er wurde so stark in dieser Schule, dass sie haben schnell, die das, ja,
eingeladen hatten, einer war Schnäbli, ja, war einer der Ersten, die er nach 2 Jahren wollte, dass er rausging, weil er hatte alle anderen zusammengedrückt, ja, Aldo Rossi. Weil er hatte so einen großen Erfolg. Man sprach von Sachen, die man nie da gesprochen hatte. Ja. Man sprach über die Stadt, über und so weiter, wo da in Zürich überhaupt keine Rede war. Ja. Das ist das Problem. Sie selber machen unter anderem einen Entwurfskurs über Bellinzona, ja, wo die Studenten verschiedene Parzellen erhalten, ja, die sie dann über mehrere Semester, ja, gestalten und, müssen. Ja, mein Problem war, wir haben mit Carloni und Vacchini hatten wir den Auftrag, einen Richtplan, genau, für Bellinzona zu machen. Ja. Das ist der da. Hier. Da, ja. Und wir haben in 3 Jahren das ganze Zentrum von Bellinzona, alte Zentrum, aufgenommen in Maßstab 1 zu 200. Haus für Haus. Und für jedem Haus, vom Keller bis zum Dach, wir haben dann auch eingezeichnet, alle Elemente, eine Cheminée, ne, und so weiter, und datiert. Ja. Und das war das erste Mal, dass ein Tessiner Stadt konnte aufgenommen werden. Ja. Und das war für uns eine sehr wichtige Grundlage, um Architektur zu machen, ja, in so einer Stadt. Und dann haben wir nach dieser Arbeit 68 haben wir einen Richtplan gemacht. Ja. Ja. Der Richtplan wurde nicht von der Stadt angenommen. Ja? Und das war unser großes Glück. Weil es war der schlimmste Plan, das ein Architekt machen kann. Ja? Da habe ich verstanden, dass es genügt nicht, diese Grundlage, von, no, um gute Architektur und gute Planungen zu machen. Ja? War absolut nicht genügend. Und darum habe ich an meine Studenten nachher Teile, Areale in die Stadt Bellinzona gegeben, um zu sehen, wenn wir von einem anderen Standpunkt ausgehen, ja, ohne Richtplan von Snozzi, Vacchini und Graffetti, ja, und Carloni, was kommt raus? Und da habe ich verstanden, das ist der einzige Mittel, das wir haben in der Hand, um eine Stadt kennenzulernen und richtig kennenzulernen, ist das Projekt. Der Entwurf ist das einzige Mittel, das wir haben gegenüber der Historiker, der braucht noch andere, ja, Elemente. Unser wirkliches Werkzeug ist das Projekt. Man muss projektieren können. Ja. Man muss die Stadt immer, wie sagt man, provozieren. Mit dem Projekt, man die Stadt provozieren, ist, und das Projekt ist wunderbar. Ich kann irgendwie in Piazza Venezia, no, in Venedig, kann ich ein Hochturm reinstellen, ja? Ich kann es wegnehmen, nach 2 Minuten, gratis, hin und her, ja? Das ist unsere Kraft, ja, die wir haben. Und darum, um eine Stadt zu verstehen, muss man sie immer provozieren, ja? Ist die Provokation der Stadt, die uns die Lösungen gibt. Mehr als alle diese Analysen, die zum Beispiel in Italien das Hauptelement, Hauptproblem aller Architekturschulen, ja, seit Jahren jetzt, seit Aldo Rossi-Zeit, ja, und so. Heute, was macht man? Nur Analysen. Man analysiert bis zum Ende, ja, Typologie und so weiter von allen Städten. Von meiner, sie haben unglaubliche, no, Analysen gemacht. Architektur, keine. No. Das ist, und es war, dass heute Italien ist der, von neuer Architektur, ist der schlimmste Staat von Europa heute. Und auch die Architekturschulen in Italien, wo man denkt, dass zum Beispiel Venedig hat eine große, no, Möglichkeit gehabt in den 60er Jahren, heute ist wirklich null. No, wir sind auf den Nullpunkt gekommen. Ja. Also diese, die Studios, die waren immer auch Forschung. Also ein weiteres Projekt ist, no, hier von Benchikou, ja, und Nazer, ja, in Lausanne. In Lausanne. Das war, Problem ist, das ist die Ebene von Magadino. Locarno ist da auf dieser Seite links. Da ist die Stadt Bellinzona und da ist Monte Cagasso, ist gerade da. Hier. Und vom Hügel da gibt es einen Tunnel auf einer Höhe von ungefähr 30, 40 Meter und der andere Tunnel ist auf dieser Seite. Ja? Und jetzt sie müssen die Schnellbahn, ja, die neue Schnellbahn Abtransit, ja, durch diese Ebene überqueren. Was haben sie gemacht? Die Züge kommen daraus
Und das Projekt hat mein Freund Galfetti gemacht. Galfetti macht das schlimmste Projekt, das vor ungefähr 150 Jahren, das schlimmste Projekt vom Kanton Tessin ist von meinem Freund Galfetti gemacht worden. Das ist leider. Und sie kommen da raus mit den Zügen auf 40 Meter Höhe, dann kommen sie runter. Und dann sind die Züge da auf dem Lande, hier. Und dann steigen sie wieder zu anderen Hütten, ja, so und so. In diesem Punkt hier hat vom Bund, das war eine Entscheidung vom Bund, kommt ein Kreisel, ein unglaubliches Kreisel. Die Dimension ist ungefähr diese, ja, ein wahnsinniger Kreisel, damit die Züge, wenn alle Städte, Locarno, Bellinzona und Lugano, alle streiten, weil sie wollen alle ihr Bahnhof haben. Ja? Und darum mit diesem runden System, die Züge können rausgehen von der Hauptlinie und sie gehen nach Locarno, nach Lugano und nach Bellinzona. Ja? Sie können rauskommen. Ja? Und es ist ein unglaubliches System, der über geht auf der Höhe. Ja? Weil diese Züge kommen raus und sie müssen überqueren die andere Linie. Ja? Und das heißt, am Ende heute, sehr wahrscheinlich, kommt kein Bahnhof mehr hier. Sie bleiben die drei Bahnhöfe wie heute, so, kommt kein Bahnhof für Abtransit auf dieser Ebene. Und das ist, für mich war dieses Projekt, wie gesagt, das schlimmste Projekt in der letzten Jahrhundert ja, in Tessin. Weil er schneidet mit diesem System die ganze Ebene. Und diese Ebene tut eine totale Einheit, räumliche Einheit zwischen Bellinzona und Locarno und der Fluss. Ja. Und heute gibt es schon, da hat man den Tessin, ja, der Tessin Azzurri ist da, und längs des Tessin gibt es einen Flussbach, der von Bellinzona geht bis zum Langensee. Und darum hat sich zum Beispiel Monte Carasso machte, die Autobahn leider schneidet Monte Carasso weg vom Fluss, vom Hauptfluss, dann haben wir da die Autobahn geöffnet unten und jetzt kann man von Monte Carasso direkt wieder am Fluss und so das gemacht heißt, Monte Carasso am Langensee zu stellen. Ja? Das ist das Problem. Und man muss sagen, dass dieses Projekt ja, von Galfetti seit, ich habe 12, 14 Jahre no, gearbeitet, ja, um gegen diese Projekte zu starten. Als wir in Lausanne wir haben eine Alternative zeigen können, dann habe ich Galfetti genommen als Jury. Als Jury, ja. Und er hat uns geholfen, weil er war froh, wenn sein Projekt stürzte, weil er war, genau wusste, dass dieses System von den Kreisen war dumm. Ja. Nur er hatte keine Energie, keine Kraft, um gegen den Bund zu gehen. Ja, das war das Problem. Und darum hat uns geholfen. Und was haben wir gemacht? Wir haben, das ist die Schnellbahn, und wir haben die Schnellbahn total getrennt von der lokalen Bahn. Ja? Zwei Bahnen. Das ist, die Schnellbahn kommt da raus, ein Viadukt auf der Höhe von ungefähr 30, 40 Meter, der überquert das ganze Tal. Das, unten das Land ist befreit. Unten haben wir die Bahnhof für die anderen Züge. Und dieser Bahnhof kann sich in der Geometrie des Tales ja, einstellen, weil diese Linie hat überhaupt nichts zu tun mit der unteren Teil. Ja. Und darum konnten wir da das Bahn für die normale Bahnen machen, die nach Locarno, nach Bellinzona, nach Lugano fahren. Man, oben gibt es eine mit diesen Türmen, kann man der obere Bahnhof kann man der, mit dem unteren verbunden sein. Ja. Man muss noch etwas sagen. In das Projekt von Galfetti, noch heute, niemand ist fähig zu wissen, wie können die das Lärmproblem lösen. Mhm. Niemand hat es noch gelöst heute und es ist praktisch unmöglich, es zu lösen. Weil man muss denken, die Züge fahren ungefähr 200, 250 Kilometer pro Stunde. Jedes 5, 6 Minuten ein Wagenzug. Ich könnte denken, was für ein Lärm diese Züge machen. Und in diesem Projekt, die wir gemacht haben, wir haben auch das gelöst.
weil dieses wie sagt man, Viadukt ist auf zwei Geschosse. Schon im Tunnel, ja, die zwei Gleisen werden vier. Ja? Ja. Die zwei äußeren steigen schon im Tunnel und wenn sie rauskommen, sind über die anderen. Ja? Die Wagenzüge fahren mitten in der Struktur der Brücke. Ja? Ja. Sie sind total drin, darum machen sie keinen Lärm, kein Dezibel, sind eingeschlossen. Die oberen, ja, haben die ganze Sicht auf Langensee, auf Bellinzona, auf alles, die Touristen, die mit dem Zug fahren, weil die Züge, die da rauskommen, da ist der Bahnhof, da oben, ja, das heißt, sie kommen mit 10 km pro Stunde aus dem Tunnel, ja, die machen überhaupt keinen Lärm. Und wenn sie wegfahren, sie fahren von da, sie kommen im Tunnel da und in dieser Situation, sie fahren auch 20, 30 Kilometer pro Stunde, nicht mehr. Und darum brauchte man keine Elemente, um sich zu schützen vom Lärm. Und das ermöglichte von den Reisenden, die Sicht auf die ganze Ebene zu haben. Ja. Mit diesem Projekt war ich bei unserem Präsident, damaliger Präsident Leuenberger, ja. Ich war ein paar Mal. Er schätzt mich sehr, er hat mir sehr geholfen, ja. Er hat mir Sitzungen machen lassen mit den Eisenbahnen, aber nichts ist rausgekommen, überhaupt nichts. Sie gehen weiter mit ihrer Dummheit, ja. Und für mich ist eine große Dummheit, weil es ist eine Hypotheke für die Zukunft von Kanton Tessin. Für mich ist das schlimmste Projekt, das jetzt ist dran, gebaut zu werden, ja, der eine große Hypotheke für die Zukunft von Kanton Tessin sein wird. Es gibt einen Ort, wo Sie starken Einfluss hatten, und jetzt kommen Sie, können wir zum letzten vielleicht, das ist gut. Monte Garasso. Und dort haben Sie eigentlich eine unglaubliche Funktion. Sie sind Architekt, Sie sind Berater, Sie sind Präsident der Baukommission. Also Sie sind derjenige, der alles... Ja, mit dem Bürgermeister. Mit dem Bürgermeister. Ja. Das heißt, hier wurde eingeladen, ich hatte vorher gesagt, Schnäbli, ja, mein lieber Feind, ja, wurde aufgetragen, dieses Richtplan zu machen von Monte Garasso. Nach 30 Jahren gibt er ab und ich werde eingeladen vom Bürgermeister, um was zu machen. Ich sollte als Aufgabe die Primarschule entwerfen. Wo sie stand bei Projekt von Schnäbli. Aber Schnäbli sah vor die neue Primarschule in der Peripherie, neben der Autobahn, in den dümmsten Ort, wo man sie stellen konnte. Und ich habe dem Bürgermeister gesagt, gut, ich werde gerne die Schule entwerfen, aber ich werde nie sie entwerfen, wo der neue Richtplan, das sie angenommen haben, machen. Ich habe sofort gespürt, dass ich hatte zu tun mit einem intelligenten Mensch. Weil er hat nicht Nein gesagt, wie jeder andere Bürgermeister gesagt hätte. Er hat mir gesagt, machen Sie einen Vorschlag und dann werden wir sehen. Ja. Und so habe ich Prätext genommen von dieser Schule, die machen sollte, und ich habe ein neues Richtplan für ganze Monte Garasso. Ein Gegenprojekt gegenüber der von Schnäbli. Als der Bürgermeister, und das hat nicht 10 Jahre gedauert, ja, hat 1 Monat gedauert, aber mit Lösungen bis 1:200 die Gebäude. Ja. Das war nicht ein Plan 1:10.000 mit den schönen Farben von den Zonenplan. Ja. Das war nicht mehr da. Gut, ich zeige am Bürgermeister, der Bürgermeister ist Enthusiast. Was macht er? Stark später, nimmt alle Leute von Monte Garasso auf den Platz. Und was macht er? Er verbrennt das Projekt von Schnäbli. Ja. Verbrennt? Verbrennt. Er hat gekostet an die Gemeinde ungefähr viel, ja. Mehr als 100.000 Franken, ja, und für eine arme Gemeinde war viel. Und der Bürgermeister ist fähig, das zu verbrennen. Und er sagt, wir fangen von neuem an. Wir fangen mit Schnäbli an, mit seinem Plan. Und so haben wir angefangen. Und ich arbeite jetzt seit 30 Jahren in diesem Dorf. Und meine Idee war, einfach in dem Dorf gab es eine Kirche und ein altes Kloster, ja, von Schwestern. Der wurde praktisch eingekammert vom Kanton, wie viel geschehen ist in der Schweiz.
Und der Kanton wusste nicht, was machen. Der Kanton hat sie an die Gemeinde Monte Carasso geschenkt. Ja. Die Gemeinde Monte Carasso, was macht sie? Das Gebäude, das da. Was macht sie? Teilt dieses Gebäude in 150 Parzellen und jede Familie von Monte Carasso bekommt ein Stückchen. Ja? Und so wurde dieser Kloster zerstückelt, ja, in alle diese Parzellen. Die Leute kommen rein und bewohnen dieses. Als ich dort kam, 79, es gab noch zwei Familien drin. Ja. Alle anderen waren schon rausgegangen. Und so habe ich angefangen. Und meine Idee war, ich wollte ein Zentrum geben an das neue Dorf, das er nie gehabt hat. Und ich habe von diesem Hof einen Platz gemacht für das Dorfplatz. Und da drin habe ich die Primarschule gemacht, im Zentrum vom Dorf. Dann haben wir die Schule hier gemacht, da die Turnhalle. Wir haben den Friedhof erweitert. Ja. Es war interessant, weil die erste Idee war, dieses Friedhof, man sieht, es ist das alte Friedhof, ja, ist sonderbar. Er steht schräg gegenüber alle anderen Bauten, die da stehen. Es steht so diagonal. Die erste Frage, die ein Architekt sich stellt, ist, wieso ist dieses Friedhof auf diese Stelle gestellt worden und nicht so. Ja. Und dann habe ich geprüft, wieso, warum. Und ich habe gesehen, dass dieses Terrain, das war ein Terrain von Gemeinde, das war ein Privatterrain. Ich habe gespürt, dass diese Richtung war, da ist hier, gibt es der Bach. No? Ja, ich komme gleich zurück. Ja. Da ist das Bach hier. Ja. Und als das Bach, es gibt bei uns viele Regen, es regnet viel im Tessin, es gibt viel Sonne, aber auch viel Regen. Und wenn es starke Regen gab, ein Zweig, ja, von diesem Bach kam raus und der floss genau in diese Richtung da. Da kam er runter. Und darum, der Friedhof hat sich in diese Richtung gestellt, um sich zu schützen von diese. Aber heute ist der Fluss kanalisiert worden. Diese Gefahr ist weg, gibt es nicht mehr. Darum meine erste Idee, als ich diesem Projekt machte, war, jetzt drehe ich den Friedhof. Ja? Ich muss den Friedhof drehen, wie in der Richtung von der alten. Und so habe ich es gemacht. Ja. Und in Monte Carasso schreiben Sie auch neue Baugesetze. Ja. Es gab eine Bauordnung. Ja, weil ich hatte das Zentrum geplant. Und dann kam der Bürgermeister und mich gefragt, ob ich nicht einige Regeln, wie baut man außerhalb des Zentrums? Und das war die schwierigste Arbeit für einen Architekt. Ja. Was für Regeln? Schnäbli hatte 250 Regeln gemacht, ja, um ein Projekt in Monte Carasso zu machen, mit seinem dummen Plan. Ja. 250 Regeln. Ich habe sie etwa reduziert auf 7. Anstatt 250, 7 Regeln. In meinen 7 Regeln, keine Regel bezieht sich auf Architektur. Keine einzige. In Monte Carasso kann man Kitsch bauen, kann man Holz, Beton, kann man Plastik, kann man Eisen bauen, wie man will. Man kann solche Dächer machen, arabische Dächer. Ich habe gesagt, auch der Kitsch ist möglich. Ja. Alles, gibt keine Regel über Architektur, Sprache. Keine. Aber die erste Regel, das ist für mich die wichtigste, sagt, aber jeder Eingriff muss sich beziehen auf die Struktur des Ortes und mit ihr sich konfrontieren. Aber da diese Regel niemand versteht, nicht einmal die Architekten, ich habe gefragt, verschiedene, niemand verstand, dann sollte ich eine zweite Regel stellen, machen. Von Spezialisten der Struktur des Ortes, um die Projekte zu prüfen. Mhm. Gut. Ich habe sie vorgesehen mit 3 Mitgliedern. Die Kommission? Die Kommission. Ja. Ich war einer, ja, und dann sollte man die anderen 2 finden. Ich habe sie gesucht, überall. Ich habe sie nicht gefunden. Keinen einzigen gefunden. Dann ging ich zurück zur Gemeinde, ich ändere meinen Vorschlag. Machen wir eine Kommission von einem einzigen Mitglied, weil die hat große Vorteile. Erstens kostet sie ein Drittel für eine Gemeinde, ja, kostet ein Drittel.
Zweitens, der drin ist, kann nicht sagen, der in der Kommission kann nicht sagen, sind die anderen zwei gewesen. Er ist allein, er nimmt die totale Verantwortung. Drittens, wenn er schlecht handelt, die Gemeinde kann ihn auf der Stelle entlassen. Und darum ist auch demokratisch, ja. Sehr demokratisch. Und so hatte ich den Vorteil, 12 Jahre allein in dieser Kommission. Und das war wirklich das Schönste, was mir im Leben passiert ist. So, in Montegrasso haben wir gearbeitet, der Bürgermeister und ich. Ja. Die Bevölkerung kam, no, kam später, aber ich habe nie mit der Bevölkerung viele Kontakte gehabt. Ich habe schon Kontakte gehabt, aber nie gefragt an die Bevölkerung, was sie will oder was sie nicht will. Ja. Ich glaube, das sind alle Tricke, um unsere Verantwortung an anderen zu geben. Ja. Weil auch alle die mit Bevölkerung sprechen, ja, sie machen Projekte mit Bevölkerung und so, sind alle Entschuldigungen. Ja. Weil auch diese, sie sind sie, die Arbeit machen. Ja. Und die Bevölkerung ist nur als Entschuldigung da. Darum, das war nicht im Montegrasso. Im Montegrasso, ich sage, was man machen sollte. Und dann, wenn die Probleme gestellt sind, dann hört man die Bevölkerung. Man kommt in die Bevölkerung kann alles sagen, was sie will. Und dann, ich habe auch gute Ohren, ja? Ich kann zuhören. Ja? Und man hört zu, was sie sagt, und von diesen Kontakten kann man auch nachher ändern, ja? Was zu ändern ist. Das war ein wenig das Problem in Montegrasso. Vielleicht zum Abschluss ganz kurz die zwei Projekte. Ja. Das ist das Haus des Syndico. Da ist das Haus vom Bürgermeister. Und da überschreiten Sie ein erstes Mal die Baugesetze. Ja. Ich hatte 7 Baugesetze und diese 7 Baugesetze waren die höchste, Dimension von dem Haus war 3 Geschosse, weil das größte Haus von der Gemeinde war 3 Geschosse. Als ich dieses Haus machte, das ist vom Bürgermeister, habe ich 4 Geschosse gemacht. Ich bin gegen meine Gesetze. Aber da ich allein in der Kommission war, hatte ich ein gutes Bericht gemacht, ja, über diesen Projekt. Die Kommission hat mir gesagt, nein, Sie sind verrückt, das ist nicht möglich, ja, dass Sie jetzt kommen mit 4 Geschosse, wo Sie sagen, müssen 3 sein. Dann habe ich an die Kommission, an den Bürgermeister und an der Gemeinde erzählt, warum. Ihr braucht da ein Haus von 4 Geschossen und nicht von 3. Sie haben das verstanden. Und von dem Moment her ist eine 8. Regel gekommen, ja, die nicht geschrieben ist, aber wir haben sie schon 6 oder 7 Mal angewendet. Und es ist eine Regel, die sagt, wenn ein Projekt zeigt, dass er besser ist als die Regel, ist er einfach. Man nimmt das Projekt und man wirft die Regel weg. Ja. Und das gilt in Montegrasso noch heute. Ja? Und das finde ich das Wunderbarste, ist das. Ja? Eine nicht geschriebene Regel, die eine große Kraft hat. Ja? Jetzt müssen wir uns leider an die Regeln der ETH halten. Studierenden müssen in den Entwurfsstudio gehen. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch das Mikrofon rumreichen. Wir haben sicher noch 5 Minuten Zeit zu diskutieren. Wie ist das? Ich muss 5 Sekunden warten. Man muss sagen, dass in diesem Foto fehlt das letzte Flügel. Der letzte Flügel, ja. Ja, von der Schule. Wir haben das dieses Jahr angehängt. Da, gegen die Gruppe. Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja. Es gibt die Möglichkeit, noch kurz Fragen zu stellen im Plenum. Und sonst sind wir natürlich danach für individuelle Fragen. Sie haben einen politisch engagierten Architekten hier, der auch von euch, glaube ich, erwartet, dass ihr politisch jetzt euch manifestiert. Da, sehr gut. Ja, wie wäre das gewesen, wenn Montegrasso in der deutschen Schweiz gestanden hätte? Eigentlich. Weil auch diese politische Frage. Sehr wahrscheinlich, nicht nur in der deutschen Schweiz. Auch, man muss sagen, dass zum Beispiel in Tessin hat man keine Bewirkung gemacht von Montegrasso. Ja? Der Kanton
hat sich nie geäußert über Monte Carasso, weil vieles in Monte Carasso ist gegen die kantonale Regeln. Ja? Darum, der Kanton hat es angenommen als, no, man weiß nicht genau wieso, hat es angenommen, aber er macht überhaupt keinen, no, keinen Einfluss. Es gibt italienische Dörfer, Leute von Dörfern in Italien, die gekommen sind, um, weil sie sind Enthusiast von Monte Carasso, aber in Italien, und besonders unter Berlusconi, kann überhaupt nichts anfangen. Ja. Das ist sicher der schlimmste Ort, heute ist in Italien zu arbeiten. Und in der Schweiz gleich, wir haben Kontakte gehabt mit kleinen Gemeinden, aber sie gehen sofort schief, auch dort. Ja. Ich glaube kaum, dass so ein Modell, ja, ist übertragbar. Ja. Sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Das heißt, die Konstellationen sind unglaublich wichtig zwischen einem Bürgermeister einer Stadt und einem Architekten. Ja, ja. Ich glaube, es ist praktisch. Es war ein großer Zufall, dass ich gehabt habe. Ja. Und leider ist es ein Zufall gewesen. Ja. Ich dachte, dass es könnte auch ein Beispiel werden, um zu sehen, wie man arbeiten kann. Ich arbeite dort seit 30 Jahren. Ja. Und das geht wunderbar. Dort hinten? Ich habe nur eine Frage. Sie haben über die demokratische Stadt gesprochen, aber wieso fühlen Sie allein diese die Kommission für die Monte Carasso? Wie denken Sie über die Meinungen oder andere Meinungen von über Architektur für die demokratische Architektur und demokratische Stadt? Also die Frage ist, Sie sind allein in Monte Carasso und wie kann man das mit diesem Verständnis einer demokratischen Stadt, einer Stadt von vielen Meinungen zusammenbringen? Ist das richtig interpretiert? Das. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob viele Meinungen gibt oder nicht. Ich weiß, dass in Monte Carasso, was ich entscheide mit dem Bürgermeister, wird angenommen von den anderen. Ja? Ich weiß nicht, ob sie unterdrückt sind. Ja? Es kann sein auch, ja. Es könnte auch sein. Ja? Oder nicht. Oder weil sie das annehmen, weil sie denken, das sei richtig, das weiß ich nicht. Ja? Es gibt eine Art kleine diktatorische Komponente. Es gibt sicher, ja. Ich brauche mein Ruhm als Architekt, um es nütze es aus, wie ich kann, ja. Und das besonders gegen die zugehörigen von Politiker, Staatsleute, Kantonleute, ja, da mache ich mich stark, no, gegenüber denen, ja. Weil über diese Probleme sind die Leute etwa, no, unsicher, ja. Sie wissen nicht, ich bin ihren Feind, das weiß ich, ja, aber sie haben Angst, no, auch große, wie sagt man, Entscheidungen, entscheidende Situationen zu nehmen. Alle sprechen gut von dir, ja. Zum Beispiel in Monte Carasso, seit weniger Zeit, seit 15 Tagen oder einem Monat, wurde mir die Angehörigkeit als Ehrenbürger. Ehrenbürger, ja, von Monte Carasso. Ich bin Ehrenbürger geworden. Und wer ist gekommen, mir noch vorzustellen? Der Präsident vom Kanton, Tessin. Und er ist einer der meiner größten Gegner politisch. Er ist vom sehr recht. Lega? Lega, ja. Von Lega. Ist der Chef der Lega, ja. Und ich muss gestehen, er hat das schönste, Lob? Diskurs, ne? Ja, eine Rede. Die schönste Rede über mir gesagt, dass ich bis heute gehört habe. Ja? Alles präzise, nicht nur. Er hat auch Leute, wie zum Beispiel Virgilio Gilardoni, ein großer Historiker von Tessin, ein harter Kommunist damals, ja,
Er war vom Kanton total, ja, ein Mensch, der wurde zerstört, ja, kulturell von diesen Leuten. Und jetzt kommt einer von Liga und macht noch und er zitiert noch Gilardoni. Das hat mir erstaunt. Ja. War erstaunlich. Das gibt's auch, ja, wie diese. Es gibt noch eine Frage. Wo? Gut. Willst du? Ja. Ich war vor einigen Monaten in Monte Carasso und ich war einigermaßen erstaunt, dass dort auf diesem Dorfplatz, in diesem Dorfzentrum keine Läden waren. Und also es gibt ein kleines Café, glaube ich, heute in dieser Klosteranlage. Und ich habe mich gefragt, ob das damals ihrem Konzept von Öffentlichkeit entsprochen hat, bewusst dort keine Läden unterzubringen oder dort keine Läden zu planen und ob sie das heute so wieder machen würden. Es gibt keine Läden. Es gibt sehr wenig Läden im Dorfzentrum. Ja. Ist das ursprünglich so geplant oder hat sich Nein, so ergeben? Nein, es ist nicht geplant. Wir hatten vorgesehen, dass zum Beispiel hier, ist einer meiner ersten Gebäude, die ich gemacht habe, ist eine Bank. Ja? Ja. Und wir hatten vorgesehen, da auf der Seite der Bank, da gibt es ein kleines Laden, wir wollten auch Läden da haben. Da ist die Pfarrerhaus hier. Wir haben gemeint, dass sie auf diese Situation könnten Läden kommen. Sind nicht gekommen. Ja, die Leute bauen ihre Häuser und bauen keine Läden. Ja? Ich kann sie nicht forcieren. Ja? Ich kann nicht forcieren, obligatorisch einen Laden zu machen. Ja? Das ist nicht möglich. Und darum sind wenige Läden geblieben. Ja? Die Hauptläden sind auf der Kantonstraße oben und nicht da. Und das ist etwas schade, sicher. Aber man kann nicht alles erreichen. Ja? Da drin gibt es eine Bar, aber ne? Die ja. gibt es. Ja. Ja, die Bar gibt es. Noch eine Frage? Da? Es kommt langsam. Also ist jetzt seit 30 Jahren da in Monte Carasso auch der gleiche Bürgermeister. Und wenn der nicht mehr wäre, dann wären Sie vielleicht auch nicht mehr. Oder verstehe ich das richtig? Der Bürgermeister derselbe. Ist immer dasselbe, ja. Das war der große Glück. Und was passiert, wenn er geht? Der große Glück, weil... Und wenn er geht? Wenn er geht, kann da alles passieren. Man muss sagen, dass ich bin immer politisch links geblieben. Ja, immer. Nur meine größten Feinde sind die Sozialisten. Die Linken, nicht die Rechten. Ja? Das sind meine größten Feinde noch heute. Und zum Beispiel in Monte Carasso sind die Linken, die mir den Krieg machen seit Anfang, bis heute. Immer dran, immer dran. Zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel eine Entscheidung genommen in Monte Carasso. Ich habe alle Signale vom Verkehr weggenommen. In Monte Carasso gibt es keinen Stopp. Gibt es keine 50 Kilometer pro Stunde oder 30 Kilometer pro Stunde, alle weg. Es gibt keine mehr Linien, die Straße in zwei teilen, die weiße Linie. Kann man nicht wissen, ob man links oder rechts steht. Ja? Weggenommen. Alle Stopp weggenommen, alle Parking weggenommen. Alle diese Zeichen habe ich weggenommen. Weil, bevor ich in Monte Carasso kam, jedes Jahr gab es ein paar große Unfälle. Ja? Weil es gibt wenige Trottoir und alle Leute, Kamion, alle sind zusammen, ja? In Monte Carasso. Und die Straßen sind eng. Ich habe alle diese Zeichen weggenommen. Das ist gut, ist besonders eine gute Lösung für die Schweizer. Weil die Schweizer sind so, kontrollsüchtig. Ja, nein, sind ruiniert. Ja? Das, noch schlimmer. Noch schlimmer. Na, es gab zum Beispiel ein Interview auf die italienische Television, wie viele Leute fallen in den Kanälen von Venedig jedes Jahr. Ungefähr 100. Von diesen 195% sind Schweizer. Sie lachen jetzt 2 Sekunden. Ich habe gelacht, 15 Tage. Ja. Ich habe mir den Magen gehalten, weil es war, wenn ein Schweizer keine Brüstung hat vor sich 90 cm hoch, er geht weiter. Ja, und er fällt. Darum, diese Entscheidung, meine Entscheidung in Monte Carasso,
ist sehr gut für die Schweizer, weniger gut für die Italiener. Ja? Die Italiener können fahren. Ja? In Italien, wenn sie in Neapel gehen, wenn der Rote kommt, fahren sie, wenn der Grüne halten. Ja? Italien ist so ein Durcheinander. Ja? Aber hier und wer hat die, versuchen sie jedes Jahr die wiederherstellen? Die Sozialisten sind immer dran, immer dran. Einmal gehe ich doch, ist wieder ein Stopp gekommen. Dann gehe ich selber und demontiere und weg. Aber das sind meine größten Feinde, sind heute diese gewesen. Immer, immer, immer die Linken. Ja? Und sollte man sich eine Frage stellen, wieso? Ich habe nicht meine Ideologie geändert. Ja? Überhaupt nicht. Aber ist das die Problem. Und heute, wenn ich einen Kunde von der rechten Seite treffe, ich gehe sofort ein Glas Champagner trinken. Ja, ich bin sicher, mit ihm komme ich raus und mit ihm kann man ein gutes Resultat sagen. Das ist die Situation. Seltsam, aber ist so. Ist die Realität, ist so. Und das gilt für die Schweiz, für Italien, für Deutschland ist gleich. Und für Frankreich auch. Gut. Gut. Danke vielmals. Bitte? Wir sehen uns in einer Woche wieder. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für diese ganz wunderschöne Diskussion. Und herzlichen Dank. Danke.